Hallöchen, heute mal mit Handschuhe. Das hat den Grund, ich habe gestern an dem Hänger, den ich im letzten Video unboxed habe, Grip Tape verarbeitet und das blasenfrei zu verarbeiten mit blanken Händen ist nicht so cool. Hier scheint es ein bisschen durch. Meine Hände sind alle offen, aber naja, drauf geschissen. Aber jetzt fürs Video, weil das sieht irgendwie ein bisschen bäh aus, habe ich jetzt mal Handschuhe gezogen. Und zwar, ich habe ein Paket bekommen von Marc, das ist der Inhaber von rchobby-welt.de. Und zwar, der hat mir was geschickt. Ein kleines Päckchen, ich habe es schon mal aufgemacht, weil das sonst alles ein bisschen eng werden würde hier. So, gucken wir einfach mal, was drin ist. Wow, riesen Alter, sind die groß. Okay, das ist eigentlich das, um was es eigentlich geht. Ich kipp das jetzt einfach mal so aus. Oh, Kartönchen ist leer. Weg damit. Sticker, ihr wisst ja, ich bin ja ein riesen Sticker-Fanatiker. Year Racing. Gleich wieder was für den Schreibtisch. Jetzt haben wir hier noch Castle Mamba Monster. Three Racing. Haben wir hier noch. Oh, Team Tekken. Was haben wir noch? Robinson Racing Products. Cool auf jeden Fall, aber erstmal zur Seite. Dann ein riesen Sticker von seiner Seite. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ihr habt da nochmal die Adresse. Ist auch alles unten in der Videobeschreibung. Super netter Typ. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr nicht in seinem Shop findet, schreibt ihn einfach eine E-Mail. Ich kann seine E-Mail-Adresse ja hier mal kurz einblenden. Schreibt ihn an. Er kann euch da auf jeden Fall weiterhelfen und euch Zeug besorgen. Ein riesengroßes Three Racing Aufkleber, der wird auf jeden Fall auf meinen Schrank kommen. Richtig cool. So, darum geht es eigentlich. Hier haben wir eine Year Racing Winde. Das ist Typ B. Und den dazu passenden Controller mit Wireless, also wie heißt es denn? Fernsteuerung. Also man kann es über einen dritten Kanal machen oder halt extern nochmal über diese Fernbedienung oder nochmal über die Winde selbst. Aber wir machen das Ganze erstmal auf. Ihr hört, ich bin leider immer noch krank. Irgendwie, ja, zieht sich das so hin. Die Winde kostet übrigens, könnt ihr es hier erkennen, 35 und der Controller dazu, das kann man echt schlecht erkennen, 24. Absolut prima der Preis. Man muss dazu noch sagen, die Winde ist aus Vollmetall und hat ein Stahlseil, nicht wie bei anderen Winden, wo das Seil dann aus Kunststoff ist oder aus halt Seil, ne? Hier ist halt wirklich Stahlseil. Schönes Teil. Richtig schönes Teil. Alles Metall. Richtig schön. Hat man dann nochmal einen Schalter an der Winde. Der kommt dann so vorne in die Stoßstange rein. Bei einem Crawler oder hinten am Hänger kann man das zum Beispiel auch machen. Hat man natürlich drei Stellungen: neutral, rein, raus. Hat man die Anschlüsse. Schönes Ding, richtig massives Teil. Dann haben wir hier noch. Hier ist der Controller selber. Die Fernbedienung meine ich. Richtig cool. Und hier das Steuergerät, den Controller selber. Steckt man hier einen Akku an, hier dann an die Winde. Und dann läuft das Ganze. Aber wie das genau alles funktioniert, das zeige ich euch. Das jetzt hier ist jetzt nur das reine Unboxing. Ihr werdet dann noch im Laufe der Tage noch ein kleines Erklärvideo, wie ihr das zusammensteckt, dass das Ganze funktioniert. Dann werdet ihr das Ganze nochmal eingebaut sehen in meinem SEX10. Und dann werden wir nochmal einen Test machen, wie viel die Winde denn aushält. Da habe ich mir schon was einfallen lassen. Da werden wir kleine Gewichte dran hängen.
Dann werden wir mal gucken, was die Winde aushält. Schräubchen zum Montieren sind natürlich auch dabei. Wunderprächtig. Wie gesagt, alles zu bekommen. Hier, ich habe dann heute noch was besorgt. Und zwar habe ich noch besorgt selbstklebendes Klettband. Seht ihr hier. Damit mache ich ab sofort alle meine Karos fest. Ich habe ja in einem älteren Video eine Karo-Halterung euch gezeigt, die übrigens auch von ihm ist. Und damit geht das perfekt. Keine Löcher bohren und so, damit sind die Karos besser geschützt. Luftballons, teuer, da habe ich echt, das ist wieder, ich als Sparfuchs ging mir wieder echt auf den Keks, aber was soll man machen? Wofür Luftballons? Ganz einfach, um zum Beispiel jetzt wieder wie diesen Controller hier. Zwei Luftballons rum, richtig, richtig straff. Hier vorne zwei Kabelbinder drum und dann ist das schick. Ich habe das zum Beispiel auch gemacht bei meiner Lichteinheit am SCX-10 an dem Steuergerät und funktioniert einmal frei. Ich war schon mehrfach komplett unter Wasser, das Auto funktioniert einmal frei, da geht nichts kaputt oder so. Funktioniert einmal frei. Deswegen sollte man immer Luftballons zu Hause haben. Ich hatte jetzt keine mehr. Habe ja halt auch Kinder zu Hause. Ne? Da sind die Luftballons schneller, wie man gucken kann. Die werde ich jetzt gut verstecken. Also zumindest mir ein paar weglegen. Und ja, das soll es soweit gewesen sein. Ich kann euch ja hier nochmal die Sticker hinlegen. Was alles dabei war. Wie immer. Ein Riesendank an dich, Marc. Wie immer. Alles super gelaufen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Richtig cool. Reifen werde ich wahrscheinlich einen Moment. Karton zur Seite. Werde ich vielleicht die hier nehmen. Die habe ich mal von Chris bekommen.